Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Nachtvorlesung nachgefragt, Ihrem Asklepios Internetmagazin, das Sie umfassend über diverse medizinische Themen informiert jedes Mal. Heute begrüße ich Sie herzlich zu einem Thema aus dem Bereich der Urologie. Und zwar soll es um Harnsteine gehen heute bei uns. Ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite heute Professor Andreas Groß, den Chefarzt der Urologie in der Asklepios Klinik Barmbek. Und Herr Groß, ich muss da mal vorweg sagen, Gratulation, Sie sind gerade eben noch im OP gewesen, haben es in Windeseile zu uns ins Studio geschafft. Und was haben Sie wohl operiert eben gerade? Was soll das schon sein? Es war ein Stein. Was und das sehr ist jetzt nicht machen. Ausgedacht, das stimmt wirklich. Gut, wie häufig diese Operation ist, wie viel Routine bei Ihnen wahrscheinlich schon dahinter steckt, da kommen wir natürlich heute noch drauf zu sprechen. Vorweg noch mal ein bisschen allgemeiner gefragt, was sind Harnsteine eigentlich ganz genau für alle, die mit dem Thema noch nicht so viel in Berührung gekommen sind? Es sind in der Tat gewisse Steine und mit unterschiedlicher Zusammensetzung. In Deutschland haben wir meistens einen sogenannten Calciumoxalatstein, das trifft 85% der Patienten. Es gibt aber auch ganz andere Sorten von Steinen, sogenannte Infektsteine, Zystinsteine, das sind aber seltenere Steine. Sehen die auch aus wie Steine wirklich? Muss man die sich sehen das so aus wie Steine, die fühlen sich an wie Steine und die unterschiedlichen Steine, die ich gerade genannt habe, haben eine unterschiedliche Oberfläche. Also wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, dann guckt man sich den Stein an und sagt schon, ach, wird der oder der sein. Wie sieht es mit der Größe dieser Steine aus? Die variiert bestimmt sehr, kann ich mir vorstellen. Von wie groß bis wie groß geht sowas? Also wir alle produzieren dauernd kleinste Kristalle, die wir aber dann mit dem Urin ausscheiden. Mhm. Also diese Mikrosteine machen gar nichts. Aber wenn die wachsen, dann können die Probleme machen. Und ab 5 mm Größe ist es so, dass sie wirklich von den Patienten nicht mehr spontan ausgeschieden werden können. Und dann gibt es natürlich mit der Größe keine Grenze. Es gibt Steine, die die gesamte Niere ausfüllen. Wie kommt das so weit, dass die so groß werden können? Ja, wenn der Patient eine gewisse Geduldigkeit zeigt und auf seinen Körper nicht hört und die dumpfen Schmerzen in der Niere seit Jahren von ihm hingenommen werden, dann wächst das schon mal so an. Mhm. Wer bekommt denn Harnsteine überhaupt? Was sind die Ursachen, die dahinter stecken? Das ist natürlich sehr vielfältig. Es gibt zunächst mal eine genetische Frage. So wissen wir jetzt zum Beispiel, dass Leute in Nordindien, einem Gürtel, der sich rüberzieht bis zur Türkei, diese Menschen sehr viel mehr Steine produzieren als wir hier in Deutschland. Interessanterweise sind auch die Leute, die von dieser Region der Welt nach Deutschland ziehen, selbst in der zweiten Generation, in der dritten Generation noch mit mehr Steinen belastet als Leute, die schon über Generationen hier gewohnt haben. Also das ist das Genetische. Das andere ist natürlich die Ernährung. Ob wir gewisse Dinge exzessiv zu viel oder zu wenig zu uns nehmen. Und nach wie vor der große Punkt ist es, wie viel trinken wir, um eben diese gerade schon mal genannten klitzekleinsten Steine auszuschwemmen. Wie sieht es denn, um nochmal auf die Ernährung zurückzukommen, da genau aus? Also was sind die Fehler, die wir machen? Tja, das ist eine ganz schwierige Frage. Wir haben selbst noch gelernt und lange Zeit den Patienten noch gesagt, weil wir in Deutschland so viel Calciumoxalatsteine haben, soll man möglichst kein Calcium zu sich nehmen, also Milchprodukte, Käse, alles was so lecker schmeckt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Heute wissen wir, dass genau das der Fehler ist. Wenn wir die Milchprodukte weglassen, haben die Patienten wahrscheinlich eine höhere Gefahr, dass sie den nächsten Calciumoxalatstein bekommen, weil wir jetzt erst in den letzten 10 Jahren angefangen haben zu verstehen, wie die Steinbildung passiert. Also wie geht es vom Darm, wo das Essen ja drin ist, in das Blut, zur Niere und von dort aus in den Harnleiter. Diese Mechanismen werden jetzt erst langsam verstanden und wahrscheinlich müssen wir uns völlig zurückpfeifen und sagen, viele Diäten, die wir bisher empfohlen haben, machen gar keinen Sinn. Also ich kann Ihnen jetzt keine konkreten Lebensmittel entlocken, sozusagen, wo Sie sagen, das ist ein bisschen risikobehaftet und da kann man unbedenklich zugreifen. Das muss man wirklich beim individuellen Patienten abchecken. Wir wissen, dass überhaupt nur 25% aller Steinpatienten davon profitieren, dass sie irgendeine Diät machen. Der ganze Rest bekommt entweder sowieso keinen zweiten Stein, weil es nur einmal Pech war, oder hat weiterhin Pech, weil er machen kann, was er will, und er wird wieder einen Stein produzieren. 25%, nochmal, das ist die Zahl, für die können wir was tun. Sind eigentlich mehr Frauen oder Männer betroffen oder hält sich das die Waage? Interessant, noch vor 10 Jahren waren
der Hebel sehr zu Ungunsten der Männer. Heute ist es 1:1 Männer und Frauen. Das ist ja auch komisch. Frauen haben sich emanzipiert. Auch in puncto Harnsteine. Na, herzlichen Glückwunsch. Was können wir denn in puncto Diagnostik unseren Zuschauern vermitteln? Was haben Sie für Möglichkeiten? Patient kommt wahrscheinlich mit diversen Beschwerden zu Ihnen. Wie geht es dann weiter, wenn Sie erstmal den Weg zum Experten gefunden haben und ihn auch gesucht haben? Denn Sie haben ja eben schon auch den Patienten angesprochen, der das ewig ignoriert, was er zum Beispiel für Schmerzen hat. Der Weg zum Experten kann extrem kurz sein. Oder sehr lang. Der extrem kurze Patient ist der, der eine Kolik hat. Das ist so schmerzhaft, dass auch jeder Notarzt und Allgemeinmediziner, der das einmal in seinem Leben gesehen hat, sofort den Patient an der Nasenspitze ansieht und sagt, der hat gerade eine Steinkolik, der geht direkt in die Klinik zum Urologen. Mhm. Das ist der schnelle Weg. Dann kommen die Steine, die eben nicht so leicht zu diagnostizieren sind, weil sie noch keine Kolik machen. Und dann gibt es schon oft erhebliche Umwege. Meistens geht der Umweg über den Orthopäden. Wenn hier hinten was wehtut, könnte es der Rücken sein, könnte auch die Niere sein. Es könnte auch einiges anderes sein. Aber das sind immer so die zwei Stoßrichtungen. Dann ist die Diagnostik zunächst einmal eine Urinuntersuchung. Da sieht man rote Blutkörperchen drin, sehr häufig, wenn Patienten Steine haben. Und eine Blutuntersuchung, wo man sieht, ist die Niere, funktioniert die Niere eigentlich gut oder nicht. Und dann kommt schon die Bildgebung, Ultraschall, Röntgen. Und dann haben wir es in der Regel schnell. Mhm. Sagen Sie noch mal eben, weil Sie die Kolik am Anfang auch erwähnten, was passiert dabei genau? Es ist ja so, dass wir dauernd, auch während wir zwei hier sitzen, Urin produzieren. Und der fließt in aller Ruhe in die Blase. Wenn jetzt ganz plötzlich der Harnleiter verstopft wird, weil ein Stein sich dazwischen setzt, wird ja trotzdem oben in der Niere produziert. Mhm. Die Niere hat eine Kapsel. Und wenn der Urin nicht abfließen kann, dann drückt dieser Urinstau von innen das Nierenfleisch gegen die Kapsel. Mhm. Und das tut arsig weh. Mhm. Also um nochmal auf die Diagnostik zurückzukommen, Sie haben Möglichkeiten, relativ schnell zur Not im zweiten oder dritten Schritt dann aber die Steine sofort auch sehen zu können und dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Welche sind das denn? Wie sieht die Therapie aus? Auch bei den Maßnahmen gibt es jetzt unterschiedliche Dinge. Wenn der Stein kleiner ist als 5 mm, die Zahl hatte ich ja vorhin schon mal genannt, gehen die wahrscheinlich zu 80% binnen 4 Wochen ab. Sagen Sie dann sowas wie viel trinken zum Beispiel? Jawohl, der alte Bauerntrick, laufen und saufen, der zieht hier in der Tat noch. Das heißt, man sagt den Patienten, trappeln Sie ein bisschen rum, dass Sie Ihren Körper vibrieren, gehen Sie die Treppen runter, nicht rauf, runter, trinken Sie viel. Wenn der Stein bis 4 mm ist, haben Sie eine Chance von 80%, dass er binnen 4 Wochen abgeht. Das können Sie einem Kolikpatienten nicht sagen, der verhandelt da nicht. Wenn der Stein größer ist als 5 mm, dann fangen wir an mit therapeutischen Maßnahmen. Klassisch ist die sogenannte Stoßwellenzertrümmerung, dass man einen Patienten früher in eine Badewanne reingelegt hat und von außen mit Ultraschallwellen gearbeitet hat, die sich genau an dem Stein getroffen haben. Und dann ist der Stein kaputt gemacht worden, der Patient hat die Steinstückchen ausgeschieden. Mhm. Das wird heute mehr und mehr verlassen, weil wir mit klitzekleinen, hauchdünnen Instrumenten in den Harnleiter reingehen können, auch in die Niere und fast in jede Ecke der Niere. Da gucken wir uns den Stein an, legen ihn uns irgendwo in der Niere so hin, dass wir ihn mit dem Laser zerteilen können und holen die kleinen Stücke mit wieder Spezialinstrumenten raus. Mhm. Ist das dann ein richtiger operativer Eingriff oder wie funktioniert das? Ja, ist immer die Frage, was ist ein operativer Eingriff? Mhm. Jedes Mal, wenn ein Patient Narkose braucht und wir machen etwas an ihm, ist ein operativer Eingriff. Wir nennen das interventioneller Eingriff, das klingt nicht ganz so schlimm. Aber eine Narkose ist damit verbunden? Das würde ich dringend empfehlen. Ich weiß aus Regionen der Welt, dass das auch ohne oder mit einer Teilnarkose gemacht wird, aber ich glaube, das ist der Hamburger Seele nicht zuträglich. Ist das alles sozusagen an Infos, was man zu dem interventionellen Eingriff dann sagen kann? Oder ist das nur ein Teil und es gibt auch noch andere Herangehensweisen? Zum Beispiel, wenn der Stein zwar über 5 mm ist, aber nicht so groß, dass man vielleicht noch andere Möglichkeiten hat? Also wir können zunächst einmal mit Medikamenten arbeiten, um den Harnleiter erschlaffen zu lassen, dass eben größere Steine durchgehen. Das bringt aber meistens nicht so sehr viel und Patienten sind ja auch gequält, die wollen jetzt eine Therapie haben.
dass wir mit kleinen Instrumenten durch die Harnröhre in den Harnleiter spielen, das hatte ich gerade genannt. Bei großen Steinen stechen wir ein Loch von außen in die Niere und arbeiten dann mit dem Laser oder anderen Instrumenten das so auf. Die großen Steine über 2 Zentimeter Durchmesser, da kommen wir mit den kleinen Instrumenten von innen nicht mehr zurecht. Was ich aber auch sagen kann, die offene Steinoperation, wo man einen richtigen Schnitt macht, die Niere freilegt, ist völlig vorbei. Das gibt es nicht mehr. Ich bin jetzt seit 7 Jahren hier und wir haben nicht eine einzige dieser Operationen mehr machen müssen. Also es geht alles darum, die Steine im Körper so klein zu bekommen, dass sie auf anderen Wegen als offen abtransportiert genau so werden ist es. Können. Ja. Was sind denn nennenswerte Risiken bei so einem Eingriff? Passiert das wesentliche Risiko ist eigentlich, dass eine Infektion in den Körper reinkommt, weil wir oft Infektsteine haben. Der Urin ist nicht sauber abgelaufen, der Urin ist infiziert. Nun operieren wir noch in dem Patienten und dann kann dieser Keim ins ganze System gehen. Das nennt man dann eine Sepsis. Das ist etwas, was wir sehr, sehr ernst nehmen müssen, denn der Patient wird richtig krank. Natürlich haben wir unsere Schutzmechanismen. Die Patienten bekommen während der Operation ein Antibiotikum. Wir achten sehr drauf, falls er zufällig mit dem Antibiotikum nicht zurechtkommt. Da haben wir unsere Sicherheitsmechanismen, dass das genau nicht passieren darf. Und wie sieht es nach dem Eingriff aus? Wie geht es für den Patienten weiter? Erstmal Genesung, Erholen von der OP oder kann er quasi direkt am nächsten Tag aufstehen, als wäre nichts gewesen? Wie muss man das einschätzen? Also der Patient, über den wir einleitend gesprochen haben, den ich gerade eben operiert habe, der wird heute Nachmittag, wenn ich Visite mache, mir auf den Flur entgegenkommen. Okay. Also das ist der Vorteil der minimalinvasiven Techniken. Und bei einer Kolik? Wenn die Kolik vorbei ist, und das kriegen wir entweder mit Medikamenten hin oder dass wir einen kleinen Plastikschlauch in die Niere vorschieben, damit eben der Urin wieder ablaufen kann. In dem Moment, wo der Urin fließt, ist der Patient wieder glücklich. Das hört sich alles sehr gut an. Wir kommen auch schon so langsam zum Ende unserer heutigen Sendung, Herr Professor Groß. Ich würde gern zum Schluss noch ein paar kleine Tipps unseren Zuschauern mit Ihrer Hilfe geben. Und zwar, wir haben anfangs darüber gesprochen, dass es oft bei der Diagnostik nicht gleich ganz klar ist, dass Steine vorhanden sind. Gibt es irgendwelche, ja, ich sag mal Gefühle, irgendwelche Beschwerden, Schmerzen, anhand derer der Patient vielleicht schon selber auf den Trichter kommt, dass da irgendwas mit Steinen vorhanden sein kann? Also zunächst einmal wissen viele Patienten, dass das Problem in der Familie ist. Die Eltern haben es gehabt, ein Bruder oder sowas. Also wer aus einer Steinfamilie kommt, der sollte schon, wenn er Flankenschmerzen hat, darüber auch nachdenken. Von der Gestik her ist es ganz einfach. Ein Patient, der einen Stein in der Niere hat, der sagt, ich habe Schmerzen. Der Patient, der einen Stein im Harnleiter hat, der nimmt die Hand nach vorne und sagt und reibt hier runter und sagt, es tut so? Mir so weh. Und ich weiß nicht, inwieweit wir das im Fernsehen auch so öffentlich sagen können. Je mehr der Schmerz zum Penis oder bei einer Frau zum äußeren Genitale hinzieht, umso tiefer sitzt der Stein im Harnleiter. Nur von diesen Beobachtungen aus kann man genau beurteilen und konnten unsere Vorväter, medizinischen Vorväter beurteilen, als sie noch keinen Ultraschall hatten, wo der Stein sitzt. Also da ist die Gestik, die einem selber irgendwie intuitiv da von der Hand geht, sage ich mal, ist dann schon die richtige und man zeigt ihnen schon die Richtung, wo es hingeht. Ja. Hochinteressant. Vielen Dank, Herr Professor Groß, dass Gerne. Sie heute ich da danke. Waren. Bis bald zu einem anderen Thema hoffentlich. Gerne. Ich danke Ihnen wie immer auch ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Vielleicht haben Sie Lust, noch die ein oder andere Sendung zu einem anderen Thema bei uns im Internet anzuschauen. Klicken Sie einfach mal rauf auf unsere Asklepios Homepage www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Dort haben wir eine stattliche Anzahl anderer Sendungen für Sie aufgelistet. Können Sie gleich mal reinschauen. Vielleicht sehen wir uns also gleich wieder. Bis dahin, alles Gute für Sie. Tschüss.